Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Uli. Und in diesem Video möchte ich dir gerne den 30 Kilometer Lauf vorstellen und ein paar Fragen beantworten, gerade für Laufeinsteiger. Wann ist eigentlich ein Long Run, ein langer Lauf? Und ja, was kannst du da noch so beachten? Ich gebe dir noch ein paar Tipps mit an die Hand und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns gleich noch im Intro wieder. Ja, der Long Run. Jetzt mache ich das einfach mal am 30-Kilometer-Lauf fest. Wann ist ein Long Run eigentlich ein Long Run? Also ein Long Run, das kommt immer ganz drauf an, was du da gerade planst, was für einen Wettkampf du planst, meine ich damit. Welche Streckenlänge der jetzt hat letztendlich. Und dann ergeben sich daraus natürlich die Long Runs und die Streckenlängen. Ich blende das hier jetzt einfach mal ganz kurz ein. Und du siehst auch schon anhand dieser Tabelle, du hast einmal 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Halbmarathon, Marathon-Wettkampfdistanzen. Und du siehst da jetzt schon dran, dass die minimale Streckenlänge für einen langen Trainingslauf auch unterschiedlich ist. Und wenn wir jetzt vom 30-Kilometer-Lauf sprechen, dann sprechen wir eigentlich von dem, ja, von der geringsten Distanz bei der Marathon-Vorbereitung, ja, wenn du dir das jetzt vorgenommen hast. Und längstens kannst du natürlich auch 38 Kilometer laufen, du kannst natürlich auch Marathondistanzen laufen. Da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Manche sagen halt, ja, länger als 3 Stunden solltest du auf jeden Fall im Training nicht laufen. Manche sagen halt, du kannst auch so lange wie möglich laufen. Da gibt es unterschiedliche Trainingsansätze von unterschiedlichen, ja, Lauftrainer-Papsten, sag ich mal. Und ja, an der Stelle würden wir jetzt einfach mal sagen, der längste Trainingslauf von der Minimallänge für die Marathonvorbereitung wäre der 30-Kilometer-Lauf. Und so, und wenn du einen 30-Kilometer-Lauf machen möchtest, dann ist es für die meisten so, dass der, ja, dieser 3-Stunden-Lauf letztendlich auch ist. Und da solltest du auf jeden Fall ein paar Sachen beachten, die möchte ich dir jetzt hier einfach mal, ja, erklären. Also, das sind so ein paar allgemeine Tipps halt, die, ja, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, würde ich das auf jeden Fall so machen. Du solltest auf jeden Fall, ja, dir dafür auch richtig Zeit nehmen, das meistens dann am Wochenende machen. Das ist so der erste Punkt an der Stelle, da hast du am meisten Zeit auch, um sowas zu machen, weil im Regelfall, das dauert ja 3-4 Stunden teilweise mit allem drum und dran, und die Zeit solltest du dir auf jeden Fall nehmen. Wenn du so lange unterwegs bist, ist es natürlich auch wichtig, dass du was zu trinken mit dabei hast. Und vielleicht, ja, ich habe früher solche Kohlenhydrate-Gels immer oft verwendet. Kannst natürlich auch einen Energieriegel mitnehmen. Das ist natürlich auch ein schönes Thema, weil da kannst du gleich mal ein bisschen testen, ob du damit klarkommst im Training. Und nachher für einen Wettkampf, wenn du nachher deinen Marathon läufst beispielsweise, da kannst du dich dann auch mal ein bisschen, ja, da hast du dich schon vorher ausprobiert, kann man sagen. Und da hast du schon deine ersten Erfahrungen gesammelt mit ja, Ernährung während des Laufens und wann du letztendlich auch Energie brauchst. Ja. Dann kannst du dir auch so einen Laufrucksack besorgen. Da hast du dann zum Beispiel so eine Trinkblase drin oder auch so kleine Flaschen. Da kannst du dich auch mal mit ausprobieren, wie es sich damit läuft und was es eigentlich für eine Belastung ist, wenn du jetzt noch ein bisschen extra Gewicht mit dabei hast. Ja. Auf jeden Fall solltest du das auch mal ausprobieren und dann natürlich ein Handy mitnehmen, damit du auch erreichbar bist, wenn irgendwas passiert. Am besten auch einen Trainingspartner mitnehmen, vielleicht auch mit dem Fahrrad. Das ist auch eine coole Sache. Das hat zum Beispiel meine Frau häufig gemacht, dass sie einfach mit dem Fahrrad mitgefahren ist, weil sie halt solche weiten Strecken nicht läuft. Wenn jemand dabei ist, verschieben sich natürlich auch die Grenzen. Du kannst natürlich wesentlich weiterlaufen und die Motivation ist natürlich auch deutlich höher. Was du auf jeden Fall auch ausprobieren kannst, ist, dass du mal nach Herzfrequenz läufst. Gerade bei diesen langen Läufen, 30 Kilometer, 3-Stunden-Läufen, kannst du das auf jeden Fall mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn du jetzt in diesem Herzfrequenzbereich läufst und nicht mehr nach der Pace dich orientierst, nach der, ja, Geschwindigkeit. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich probiere das auch gerade aus für meine Ultramarathon-Vorbereitung, dass ich nach Herzfrequenz laufe im Training. Und das ist dann auch nochmal eine interessante Möglichkeit, weil du gerade lange unterwegs bist, ja, und da kannst du das auf jeden Fall mal austesten. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, du solltest auf jeden Fall mal nach der Wetterprognose schauen, wie das Wetter auch wird, wenn du jetzt am Wochenende deinen Lauf planst und dich dann auch entsprechend anziehen, wenn du jetzt wirklich los willst und es regnet oder was auch immer, weil du bist lange unterwegs und du solltest auf jeden Fall da vorbereitet sein,
Ich habe ja auch gerade eben schon erwähnt, auf jeden Fall das Handy mitnehmen, aber auch ein bisschen Kleingeld, wenn du jetzt wirklich das nicht mehr zurückschaffst oder so, dass du dann im Prinzip die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kannst und ja, dann auch wieder nach Hause kommst, ja, oder dich abholen lassen kannst, ja, wenn wirklich was passiert, du dich verletzt vielleicht oder so. Und da kommen wir jetzt auch zu einem anderen Punkt, das ist nämlich die Regeneration, nachdem du jetzt diese 30 Kilometer gelaufen bist, da solltest du dir auf jeden Fall nichts vornehmen. Du solltest auch nichts mehr planen an dem Tag. Am besten, du nimmst dir gar nichts mehr vor dann, machst dann wirklich so einen Couch-Tag und chillst dann einfach ab. Ja, da würde ich jetzt auf jeden Fall keine anderen Aktivitäten mehr machen, dass du da jetzt irgendwie ja, noch Fußball spielen gehst oder ja, zum Volleyball oder was auch immer oder ja, zum Kraftsport danach noch oder so. Lass das alles mal lieber bleiben und ruh dich dann einfach mal aus. Du brauchst da so mindestens so 1 bis 2 Tage, bis du dann wieder auf dem Damm bist. Jetzt sagen wahrscheinlich wieder ambitionierte Läufer, ja, mein Gott, ne, komm, nächsten Tag kannst du wieder laufen. Ja, das könnt ihr auch alles gerne machen, wenn ihr euch danach auch fühlt. Aber ich spreche jetzt einfach mal Laufeinsteiger an, die ja wirklich jetzt sich an diese Distanz dann auch rantasten, die noch nicht so lange laufen, vielleicht ein Jahr oder so. Und die wollen jetzt einfach mal diese 30 Kilometer jetzt auch laufen und sind schon mehrfach Halbmarathon gelaufen beispielsweise. Da solltest du auf jeden Fall danach dir die nächsten 1-2 Tage mal nichts vornehmen und dann einfach mal Pause machen und regenerieren. Ne? Also vielleicht noch sowas wie Radfahren, das geht dann noch, keine langen Strecken oder vielleicht ein bisschen schwimmen gehen, wenn du dich wirklich bewegen möchtest. Ne? Aber du solltest dann grundsätzlich schon keinen schweren Kraftsport machen oder so. Ja, oder halt viel Fußball spielen oder sowas halt. Ne? Genau. Ja, also ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen aufklären. Was eigentlich ein Long Run ist. Ich blende das hier auch nochmal ein. Da habt ihr das nochmal so ein bisschen aufgedröselt, was man darunter versteht eigentlich unter dem Long Run. Man kann es eigentlich grundsätzlich an der Wettkampfdistanz festmachen, die man, ja, für die man sich vorbereitet. Daran ergeben sich dann auch die Distanzen für lange Läufe im Training. Ja? Und so einen langen Lauf, den macht man meistens dann am Wochenende. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und wenn noch Fragen sind, dann schreibt gerne was in die Kommentare rein. Mich würde das auch mal interessieren, wann du deinen Long Run machst. Machst du es jetzt am Wochenende oder in der Woche? Machst du es 1-2 Mal in der Woche? Schreib es einfach mal gerne in die Kommentare, wie du zu dem Thema stehst. Und ja, ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Uli. Ciao.